Motivation, ja. Meine Daily Motivation ist auf jeden Fall, bei so einem Event wie hier bei Leonardo DiCaprio sein zu können. Das ist eine große Ehre. Danke Lambert, danke Hermann Bibica, hier zum dritten Mal da gewesen zu sein. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn ich mich getroffen habe. Irgendwie gibt es keinen Unterschied zwischen den VIPs und zwischen den Meinungsträgern, weil hier ist jeder gleich und alle wollen was verändern, alle wollen was tun. Und ich bin einfach mehr als glücklich, dass ich wieder so viel positive Energie getankt habe und kann damit mein Umfeld in Deutschland anstecken, mein Umfeld anstecken, mein Büro, mein Umfeld anstecken, in meinem nächsten Kreis, in dem ich abhänge, und hoffe damit, dass ich viele motiviere, einfach zu sagen, hey, lass uns ein bisschen die Welt verändern, weil es ist so kurz, das Leben. Und ich glaube, wenn jeder mehr macht, haben wir alle ein besseres Leben. Daily Motivation. Daily Motivation. Daily Motivation. Daily Motivation. Tägliche Motivation. Daily Motivation. Meine Daily Motivation ist der Wille, denn der Wille ist unser stärkster Muskel. Kreativ zu sein, dass ich einfach einen geilen Auftritt hinlege, dass ich die Leute happy mache. Meine Frau. Wirklich den Spaß an dem, was er tut. Ich gehe laufen regelmäßig und ich koche sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall ins Fitnessstudio, weil nach 45 Minuten Workout ist ja bekanntlich, hat man ja die Glückshormone aus, und das hilft auf jeden Fall. Das ist tatsächlich die Musik, die mich pusht. Ich liebe, das ist ja meine Passion. Jeden Morgen aufzustehen und in den lächelnden Kinderaugen zu schauen. Meine Kinder auf jeden Fall und auch alle Kinder draußen, alle Menschen draußen. Immer dankbar sein, ist nicht alles selbstverständlich. Ich sitze nur nicht, alles andere ist gleich. Deswegen, ich möchte halt auch andere Rollifahrer dazu ermutigen, rauszugehen und sowas zu machen wie ich. Deswegen tue ich das. Ist jeden Tag aufzustehen und irgendwas zu erreichen. Um Vollgas zu geben, mit meinem Team gemeinsam die Ziele zu erreichen. Und es ist halt immer wieder gesagt, du musst einmal mehr aufstehen, als dass du hinfällst. Ich schaffe das dann auch immer mal wieder nicht, mich zu motivieren. Und dann rufe ich meinen Vater an oder irgendwie meine Teamkolleginnen, und dann machen wir einfach gemeinsam Sport. Und dann hat man immer Spaß. Auch ihr könnt das schaffen, aber ihr müsst ständig auch beim Training dabei bleiben und ihr müsst motiviert bleiben. Hier aus diesem Axel Springer Journalistenclub kann ich eigentlich nur sagen, ich fühle mich gesegnet. Hier oben kommt man sonst nicht rein, das ist absolute Sperrzone. Hier darfst du rein, wenn du eingeladen bist, hier darfst du rein, wenn du Zutritt aus anderen Gründen bekommst, aber du kannst hier nicht als normaler Mensch einfach rein. Ich darf heute hier sein, weil heute ist hier nämlich der Superbrand, der vergeben wird, und in dem Fall wurde vergeben an Lamberts, an Dr. Hermann Bübecker. Glückwunsch auf diesen Weg. Und hier ist das Thema Motivation natürlich passend. So ein Superbrand bekommt man natürlich nur, wenn du tatsächlich auch super bist, nämlich in deiner Arbeit, wenn du besonders bist, wenn du mehr gibst, wenn du mal fällst und wieder aufstehst und weitermachst, wenn du nicht andere runterdrückst, wenn du andere hochhebst, wenn du einfach anders bist und das jeden Tag tust, dann hast du die Möglichkeit, auch mal in so einer tollen Location hier zu sitzen, so wie ich, oder vielleicht so einen Superbrand zu bekommen. Also, wenn das keine Daily Motivation ist, die bei euch zu Hause ankommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber wenn du den Film gerade siehst, bist du eh ein Gewinnertyp. Also, bleib mir treu hier bei Nana TV mit Daily Motivation.